Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum mittlerweile 16. Part von Mittelerde Mordors Schatten. Wir legen hier heute mal direkt weiter mit der nächsten Hauptmission am Anfang. Und danach werden wir dann, denke ich, erstmal wieder hier ein bisschen durch die andere Hälfte von Mordor tümpeln und ein bisschen die Gegend aufdecken und so ein dieses ganze Nebenzeugs hier erledigen, das es da noch so gibt. Weil man muss ja Erfahrung sammeln und so, damit man weiter aufsteigt im Level. Und ich habe festgestellt, dass wir scheinbar schon ziemlich lange jetzt an dem Spiel rumtümpeln, da man hier schon lauter Runen jetzt geschenkt bekommen hat zum Download, die ganz gut sind. Die habe ich mir auch gleich mal geholt und gleich mal ausgerüstet. Ja, und dann hätte ich gesagt, legen wir hier doch mal mit der nächsten Mission weiter. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ich bin nicht mehr so ganz in der Steuerung drin. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Königin des Meeres. Entdecke das Wissen Königin Marvins über die Macht des Geistes. Okay, let's do this. Hier. Danke. Ich hab den Mithrilama. Kann eure Flammen mir nur zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die Schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Wie? Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Jetzt können wir dann scheinbar endlich mal anfangen, unsere eigene Armee aufzubauen. Tipp ich jetzt Marvin mal. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind zwei Gegensätze in sich, die sich widersprechen. So schnell wie möglich und unentdeckt. Ups. Hochziehen. Das sind immer zwei Sachen, die funktionieren bei mir nicht so gut. Bleib mal hier oben, hätte ich gesagt. Ich weiß allerdings auch nicht so genau, wo ich überhaupt hin muss. Was ist das denn? Schauen wir kurz auf die Karte. Wo müssen wir hin? Darüber. Was ist das? Ja gut. Wir rennen da jetzt einfach mal rüber. Geronimo! Unentdeckt zu werden, das sind ganz viele Gegner. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte uns... Ich liebe Blut mehr als all die anderen Uruks und verpasse immer die Hinrichtungen. Irgendjemand muss ja Patrouille laufen. Du hast ja vorhin gar kein Sklavenfleisch gegessen. Ich wollte keins. Alles, was ich will, ist der Kopf dieses stinkenden Tags. Ja, ich glaube, ich schaffe es. Gerade so. Ja. Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Ja, bis als
herzlos. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Okay. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Tötet mich! Doch die Dunkelheit wird niemals über Mittelerde herrschen! Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr! Schön. Gondoraner sind unsere Invasoren! Die Menschen unsere Plage! Die Maden berauben uns unserer Länder! Doch da. Komm, dreh dich mal um und lauf ein Stück weg! Wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit! Zieh dich hoch. Danke. Du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Bauen wir doch hier langsam an unsere Armee auf. Der Hals, der Kopf, der Bauch. Wo wollen wir sie bluten lassen? Jetzt komme ich da nicht rüber. Das Katzen geht mir zu schnell. Komm, lauf mal schneller, mein Dude. Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Ich muss mal sagen, ich bin ein bisschen angespannt. Immer durch dieses, du darfst nicht entdeckt werden. Seht euch diese Menschen an, die nur hier sind, um uns zu töten. Heute nicht. Das Zeitalter der Menschen ist vorüber. Ich bin bereit. Dann bin ich irgendwie Seilrutsche. Seilrutsche, danke. Geht doch. Wer blutet? Heute an den richtigen Ort gekommen. Ich kann es ehrlich sagen, gerade stresst mich die Steuerung ein bisschen. Mein Anblick wird deinen sterblichen Willen durchdringen. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt passiert, wenn wir die alle zu unseren Verfolgsleuten gemacht haben. Lass dich von silbernen Händen geleiten. So, was sind jetzt aber wieder oben links noch einmal? Schnappt sie, zwei Helden! Ja, schaffen wir sogar das Bonus. Und lass dich zu deiner Erlösung leiten. So, ist der letzte irgendwo da drüben. Tiere, die gebrandmarkten Schützen. Meine Augen sind die deinen. Ja. Gondoraner sind unsere Invasoren. Die Menschen unsere Plage. Jetzt greifen die für uns an, oder was? Naja, stürzen wir uns doch mal ins Getümmel. Wir nehmen uns mal hier ein bisschen um die orksche Population, wenn die ein bisschen sieht. Nein, tötet sie nicht. Sie sind auf meiner Seite. Auch die noch. Die Richtungsmove waren schon schön. Sind alle tot? Scheinbar sind jetzt meine Leute auch alle gestorben. Hey. Nee, es war noch ein Gegner scheinbar. Nett. Schickt die Frau von der Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage... Sag dir doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. Eine Stulle, wie schön. Endlich was zu essen. Scheiße. Ja.
bester Kumpel war auf jeden Fall ein guter Kämpfer. Der ist scheinbar nicht gut genug. Ich bin gerade komplett überfordert, muss ich sagen. Ich kann den Artikel hier ausschalten. Oh, wieso verzockt er die ganze Zeit die... Kontaangriffe, das ist ultra nervig. Ach ja, da war ja auch noch was damit. Und Kopf geplatzt. Schon wieder. Die ganze Zeit rennt er immer zum Gegner hin und schlägt instant auf die drauf. Und dann zockt er die Scheiße. Bounce Machine. Sehr schön. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Macht des Geistes jetzt verfügbar. Das ist die nächste Mission direkt. Okay. Haben wir denn zufällig Fähigkeiten freigeschaltet? Und was? Die da. Kampfaufzehrung. Irgendwie. Oh, epische Runen verhaken. Todesdrohungen, okay. Brandpfeil. Geiststoß. Okay, den nehmen wir. So, jetzt erstmal rausfinden, wo wir sind. Wir sind hier. Wie gesagt, wir latschen nochmal rüber zu dem Turm und aktivieren den. Dann fangen wir schon mal ein bisschen an, jetzt so Nebenmissionen zu erfüllen. Und dann. Um dann richtig durchzustarten. Weil es ist hier immer nicht so prickelnd. Wenn man in unbekannten Gebieten rumläuft, finde ich. Ist viel schöner, wenn die Map aufgedeckt ist. Und man weiß, wo man hinläuft. Alles zu tun, yay. Klettern. R1 erneuern. Diese Türme der Elder stammen von jenseits der Zeit. Blutrache, okay. Gehen wir doch mal darüber. Das ist direkt nebenan. Da sind wir noch schnell hin.
Fenster rausgeguckt haben. Bitte. Du musst verstehen. Wir waren so hungrig. Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns. Ja, dann machen wir das so fertig, oder? Oh Mist, ich wollte ihn eigentlich gar nicht töten. Danke. Ups. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber ja, sammeln wir den mal ein. Ups. Aber wir haben die Gefangenen befreit, von daher ist es doch okay. Das doch auch direkt. Boah, es ist blöd, dass ich jetzt Assassin's Creed gespielt habe. Jetzt will ich die ganze Zeit immer R2 drücken, um zu rennen. Und das schleicht man hier, aber es ist blöd, dass sie überall ihre Steuerung unterschiedlich machen. Ja, freien wieder ein paar Gefangene, das kennen wir ja schon. Sehen wie eine Bleichhaut eine andere, damit ich sie kochen kann. So schmecken sie bestimmt doppelt so gut. Vorsprungstötung war das, dass wenn man von unten nach oben greift, oder? Ich glaube schon. Du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen! Wenn du Fleisch willst, wird es wohl ein Urlaub werden sollen! Ich werde mal hier die. Die Massaker. In Richtung. Damit der andere abgehauen ist. Waldläufer, bitte! Seite komm rüber. Schnell! Hat uns einer entdeckt? Ja, bemerkt hat uns einer. Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein! Ich will den Vorsprung töten. Eine Leiche! Einer von uns! Hä? Was war das? Ach ja, ich muss ja zwei dafür drücken. Ups! Wir sterben die ganze Zeit und wohl Grab gestohlen haben! Elbengeschoss, ne? Sehr gut. Scheiße daneben. Scheiße daneben, aber. Wir müssen hier mal ordentlich aufräumen. Lässt du meinen Gefangenen in Ruhe, du Bastard? Oh, ich glaube, die haben mich entdeckt. Gehen wir nicht mitten ins Getümmel, sondern springen einfach oben drauf. Kommt dir die Ohren! Du hörst schon Stimmen! Ach nee, tut er nicht. Hat er recht, ich bin doch hier. Kick euch in den Arsch. Richte einen nach dem anderen. Weil ich keinen Fokus hatte, bin ich davon ausgegangen. Oh. Ja, diese missglückten Hinrichtungen gehen mir tierisch auf den Keks. Jetzt hat es funktioniert, dass er hingelaufen ist, um ihn zu richten. Wieso vorhin nicht? Sprecht euch ab mit der Tastenbelegung, hey, bitte. Rüber. Ich danke dir. Ja, einfach voll in Dreck fällt. Opfer. Hey. Ah, wenn du nur entkommen könntest. Wenn du endlich bin ich frei. Vorbeikommen würde, der dich befreit. Ich habe Hunger, Sklave. Doch mein Mahl ist in deinem Bauch. Sollte ich es herausschneiden? Nö. Bin dagegen. Danke. Wir haben es geschafft. Danke für die Rettung. Das war nicht ganz so erfolgreich. Aber ich bin so furchtbar hungrig. Wir haben Verbesserungen.
es mehr Lebensenergie oder mehr Fokus. Wir entscheiden uns wohl für die Lebensenergie. Waffenrune. Wir haben eine neue. Mittlere. Hohe. Mittlere ist, glaube ich, besser. Das sind wir öfter drin. Uns alles geben. Ah, ich will immer reinzoomen und drücke die falsche Taste. Dann holen wir uns das noch, hätte ich gesagt. Ich muss etwas Essbares finden. Oh, wo ist hier noch jemand lebt? Wundert mich ein bisschen. Hier liegt was. Aufsammeln. Schleicht hier jemand herum? Nein, ich bin nicht da. Ein verschlüsselter Tagebucheintrag. Schlau, äußerst schlau. Diese Nachricht auf Pergament geschrieben scheint in einer bisher unbekannten Chiffrierung verfasst zu sein. Es scheint weder eine Auslassungs- noch Ersetzungschiffrierung zu sein. Könnte es sein, dass die Nachricht verzaubert ist? Wer weiß. Finden wir es heraus. Da ist nämlich irgendwo ein blauer Punkt und dann können wir es lesen. Hätte ich es nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Orks haben einen Verbündeten in den Fliegen gefunden. In Mordor werden die Leichen niemals knapp. Und ich dachte, dort finden die Fliegen ein reiches Mahl. Doch sie ziehen umher und greifen an wie ein einzelnes Geschöpf. Ich meide sie, wo ich kann. Sie bauen ihre Nester überall. Und Tag und Nacht hört man ihr Summen. Die Orks beten dieses Ungeziefer an, sofern sie nicht selbst davon gestochen werden. Die Orks sagen, es seien Spione. Doch für wen spionieren sie? Sie gehören nicht etwa zu euch, oder doch? Fliegen. Okay. Vor allem ist es der zweite. Haben wir schon den ersten gefunden? Ah ja, tatsächlich. Und das war das mit dem Raben. Okay. Dann ist das entschuldigt. Es gibt in Mordor noch andere Kräfte neben Sauron und uns. Ja, das sind die Spitze von Koronir. Wir haben, da haben wir noch was. Versuchen wir doch unser Glück mal noch da. Ich verstehe nur den Schattenfluch. Tötet die Elitewächte. Okay. Ich versuch's. Irgendwie das Gefühl, wir werden einfach erbärmlich sterben. Was du brauchst, ist eine Prise Verstand. Ich hatte halt echt schon bessere Ideen als sie. Läuft das Ganze auf Zeit? Nee. Hab ich da gerade etwas gesagt? Schneller! Ja, dann hilft dann auch der andere Gegner nicht. Das hat sogar noch funktioniert. Während einem Kampf diese Bogenrichtung durchzuführen. Das klappt normalerweise auch nicht so oft. Ich habe noch gar keinen von diesen Spezialgegnern gesehen. Ist da einer? Nicht ernsthaft, oder? Doch, das war scheinbar einer. Gesehen. Und? Interessiert mich nicht. Ich warte nur drauf, dass gleich noch ein Hauptmann um die Kante kommt. Aber so will ich das sehen. Ja, einen niederschlagen und dann den anderen hinrichten. Schleicht da jemand umher? Kann er da hinten mal aufhören, mich mit Pfeilen zu beschießen? Kann sein, dass wir die Leute brandmarken, wenn wir sie mit Pfeilen beschießen? Mann! Ist das so schwer, den Typen, der auf dem Boden liegt, ein Schwert reinzurammen?
Ja, das sind wieder Informationen, die wir nicht erhalten werden. Das war das schon immer so, und kommt momentan so vor, als wäre das Spiel dauernd laut und leise. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Oder mir einfach nur nicht aufgefallen ist. Schlagen, ihr Schweine. Du bist mir im Weg. Überwältig dich. Oh, das ist der Falsche. Platz doch. Ist zu. Nicht bewegen. Wieso können die ihre Köpfe nicht einfach platzen, wenn sie sollen? Das war ein Versehen. Vor allem, das Zusatzziel haben wir eben schon mal geschafft. Aber wir haben noch nicht mal annähernd einen getroffen, den wir finden sollen. Oh. Das war auch der Falsche. Jawohl, das war immer schön. Gegen die zu kämpfen. Ich will einfach nur die Typen töten. Wieso lebt der noch? Ich will einfach nur den Bastard töten, der mir da markiert ist. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Diese Stier da hinter dem Dunkel. Gemerkt, dass es mir gesundheitlich schon so schlecht geht, dass ich sterbe. Ah, es hat so geklangt. Gegentod. Hauptmann. Mein Zeichen soll dich versengen, doch du wirst es nicht mehr spüren. Ich will doch nur irgendwo was zum Heilen. Gibt's hier irgendwas zum Heilen? Alter, nee, ey. Gleich aus, danke.
auch irgendwie die Leute verängstigen, das wäre sehr schön. Ich bin doch nur gezielt in ein paar von euch her. Müsst ihr euch doch nicht alle einmischen, oder? Holt ihn euch! Wenn ich nur wüsste, welche von denen die besonderen sind, die ich töten soll. Fernkampf wahrscheinlich nicht. Egal was es war, es ist weg. Und ich hab mir den Schön für euch, dass ihr eine ganze Armee da habt. Ich bin immer noch in den paar einzelnen von euch her. Ey. Das ist aber nicht die feine Englische. Der Feigling ist weggerannt. Der Tag wusste, dass er es nicht mit mir aufnehmen kann. Oh, Karador. Fast schnappen. Wenn wir es vielleicht schaffen, um wieder herzukommen. Da müssen wir uns woanders nach dem Kampf umsehen. Geisterdämon! Die Ufer Nord sind niemals sanft. Mein Gott. Das wirst du jetzt merken. Wieso ist ja alles voll? Bleib hier! Gerade noch verängstigt, der Bastard. Wieso bin ich jetzt auf einmal gestorben? Kann ich den auch den Kopf zu platzen geben? Wartet schon wieder ewig. Los, haut ab. Man geht einfach so. Nein. Oh, gut, er lebt noch. Ah, ernsthaft. Schritt zum Sieg für Sauron. Die Scheiß Kack Verkacksteuerung. Diese totale Überforderung, ey. Oh, kein Bock.
Bock mehr. Part vorbei. Bis nächste Woche. Tschüss. Wie kann es sein, dass wir über die Gedanken unserer Feinde herrschen können? Als der dunkle Herrscher die Orks als eine Art gegeißelte Nachahmung der Elben erschuf, stellte er sicher, dass sie sich durch Angst kontrollieren ließen. Ich nutze nur, was er geschaffen hat. So, und mit diesen weisen Worten bis zum nächsten Mal. Tschüss.